Stehen Sie bereit. Ladies and gentlemen, please welcome the winners of the FIFA Under 20 Women's World Cup Canada 2014. Da kommt der Weltmeister, der U20 Weltmeister 2014. Es ist die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft. Margarita Gideon. Ich glaube, da braucht man nichts mehr zu sagen, wie ihre Leistung war in diesem Finale. Manjo Wilde. Ich will jetzt keiner rausnehmen. Einfach so, sie sollen einfach diesen Moment in vollsten Zügen genießen. Und man kann auch mal Bilder sprechen lassen. Da muss ein Kommentator auch mal den Mund halten. Helmut Sandrock, beglückwünsche natürlich alle. Lasst euch feiern, genießt einfach genau das, was ihr gerade da mitmacht in Montreal. Rebecca Knack, ein bisschen auf humpelnden Füßen, aber sie kann natürlich ausstrahlen. Genießt das einfach. Eins möchte ich übrigens noch loswerden. Franziska Jasa, eine Marie Becker, eine Madeleine Gier und eine Anna Klink, die nicht zum Einsatz gekommen sind, die haben auch Großes vollbracht, weil sie nicht gemuckt haben, nichts geknurrt haben, sondern weil sie sich in diese Mannschaft eingefügt haben. Und nun gibt's Leid im Pokal. Wo ist Lina Magul? Die kommt natürlich als Letzte, die Kapitänin. Und dann sagen wir noch einfach mal herzlichen Glückwunsch an den neuen U20-Frauen-Fußball-Weltmeister. An die Auswahl des Deutschen Fußballbundes. An die Mannschaft von Maren Meinertz. Deutschland ist Fußball U20 Frauenweltmeister 2014. Das ist ein Sommer, oder? Erst Brasilien, dann Ungarn und jetzt Kanada. Das kann sich sehen lassen. Glückwunsch und viel Spaß beim Feiern. Deutschland ist Weltmeister. Herrliche Bilder, tolle Bilder aus Montreal. Ich darf mich so langsam ins Bett begeben. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Im Namen meiner ganzen Kollegen bedanke ich mich für Ihr Interesse.